Ich bin in Berlin, heute mit Yoshiko Saibo, hallo. Wunderschönen guten Tag. Freut mich. Wir reden ja aktuell über Positionen und da direkt die Frage an dich. Wie würdest du deine Position beschreiben, als was für eine Art Spieler siehst du dich? Ja, ich bin klassischer Combo-Guard eigentlich, kann auf der 1 und 2 spielen. Die Art, wie ich spiele, ist immer sehr aggressiv. Egal ob in der Offense oder Defense eigentlich, ich versuche direkt Akzente zu setzen und meine Schnelligkeit auszuspielen, meine Beweglichkeit. Das ist so das, was mein Game ausmacht. Ja, David Konsti, wir kümmern uns heute um die Point Guard Position. Man redet ja heutzutage immer mehr vom positionslosen Spiel. Wenn euch jemand fragt, welche Position spielt ihr, sagt ihr dann noch Point Guard oder wie bezeichnet ihr euch? Ich sag meistens Combo Guard. Du warst ja nie ein Point Guard, oder? Was? Oder, ja, sorry, dann ey, dann. Die ersten 7, 8 Jahre meiner Karriere war ich ein Point Guard. Okay, das wusste ich. Da warst du noch nicht in der BBL. Wollte ich gerade sagen, ich habe was dazugelernt. Bisschen über deinen. Ich sehe mich nicht als Point Guard, ich sehe mich als Combo Guard, genau wie David. Findet ihr, es gibt diese klassische Rollenverteilung überhaupt noch, Point Guard, Shooting Guard, wie man das früher kannte, oder geht das alles ineinander über inzwischen? Es geht immer mehr ineinander über, weil die meisten Mannschaften wirklich grundsätzlich mit zwei sozusagen Point Guards auf dem Feld spielen und dann ist eigentlich egal, wer den Ball bringt, wer die Offense eröffnet und wer auf der 2 spielt. Ja, deswegen sieht schon so aus, als wird es sich immer mehr dazu entwickeln, dass es so offener ist. Ja. Ich sehe das genauso. Genauso? Ja, ähnlich. Aber ich denke, dass es auch Spielertyp abhängig ist. Es gibt immer noch reine Point Guards, meiner Meinung nach. Und reine Guards, die keine Point Guards sind. Aber es geht schon mehr in die Richtung. Ich glaube, die Point Guard-Position hat sich sehr verändert in den letzten Jahren. In Amerika sowohl auch als auch hier. In Europa früher glaube ich, dass die Point Guards eher das Spiel hauptsächlich nur organisiert haben. Aber ich glaube, heutzutage sind Point Guards auch in der Lage zu scoren. Und da hat sich auf jeden Fall was verändert. Yeah, I think it's just being able to do a little bit of everything. You know, in fact, especially we don't really have what you would consider a point guard, what you consider a two guard, what you consider a three guard. We just got, you know, in our starting lineup between Austin, Max and I, we all complement each other really well. You know, we have strengths some places, weaknesses others, and we all really, you know, come together as a good piece. Hast du denn eher als klassischer Point Guard angefangen oder warst du schon immer auf dieser Combo Guard Position? Es war unterschiedlich in meiner Karriere. Ich habe in manchen Teams die 1 gespielt, in manchen die 2. Jetzt bei Alba habe ich eigentlich komplett die 2 gespielt. Ist mir jetzt auch nicht so wichtig persönlich, je nachdem wie der Coach das sieht. Es ist ja gerade jetzt bei uns spielen wir ein sehr, sehr freies System an Basketball und das Skillset, was benötigt ist, ist eigentlich sehr, sehr ähnlich. Und ey, ich will einfach Basketball spielen und gewinnen und der Rest ist jetzt nicht so wichtig für mich. Ihr nennt euch beide Combo Guards. Was muss ein guter Combo Guard heutzutage können? Heutzutage muss auf jeder Position muss jeder Spieler werfen können mittlerweile. Natürlich muss er ein guter Ballhändler sein, muss ein guter Passgeber sein, sollte in der Lage sein, Pick and Roll zu spielen. Und sollte natürlich auch ein guter Verteidiger sein, weil das trotzdem immer noch die erste Verteidigungslinie ist und da immer der erste Spieler ist, der verteidigen muss. Ja, ich denke, als Combo Guard sollst du halt auch das Spiel leiten können, falls du den Ball mal nach vorne bringst. Das heißt, natürlich gehört Ballhandling dazu, aber auch Verständnis von Systemen. Also das, was David gesagt hat, plus halt, dass du den Ball meiner Meinung nach musst du halt sicher nach vorne bringen können, auch als Combo Guard. Ja, ich meine, du musst alle Basics natürlich mitbringen. Ja. Ballhandling, werfen, passen. Wenn du ein guter Spieler sein willst auf den Positionen, egal ob auf der 1 oder 2, brauchst du die ganzen Basics und natürlich, was sehr, sehr wichtig ist, ist Entscheidungen zu treffen. Das ist so eine Sache, die man natürlich jetzt mit mehr Erfahrung immer besser machen kann und ja, wo ich auch mitten im Prozess bin und immer besser werde. Also worauf kommt es besonders an, wenn ihr quasi gerade die Point Guard Aufgaben habt? Was muss ein guter Point Guard können? Wie Konsti schon gesagt hat, sehr, sehr wichtig, dass man das Spiel eröffnet, also dass man in die Systeme gut reinkommt, dass man aber auch gute Systeme ansagt. Manchmal ist es so, dass in der Halle sehr laut ist, man hört den Trainer nicht, der irgendwelche Anweisungen gibt, deswegen muss man manchmal auch selbst in der Lage sein, das Spiel zu lesen. Man muss sehen, welcher Spieler hat gerade einen guten Tag, wer hat ein Mismatch vielleicht und dann da dementsprechend Spielsysteme ansagen. Ja. Ja, und auch Ruhe ausstrahlen, denke ich. Also die Verteidigung beginnt ja meistens, dass der Point Guard den anfängt zu verteidigen richtig. Und offensiv wie defensiv fängst bei dir mehr oder weniger an, halt offensiv mit dem System, defensiv, weil du der Erste bist, der eigentlich den Ball verteidigt. Deswegen muss Ruhe ausstrahlen, muss Kontrolle haben über was geschieht auf dem Feld und am besten auch die richtigen Entscheidungen immer treffen in jeglicher Situation. The main skills of a very good point guard, I would say is transition so much to where the main skill would be just being able to make plays. Nowadays, the point guard is kind of just a playmaker.
So whether it's some point guards are better at passing, some are better at scoring, and some just have the total package of being able to do both. So irgendwo in der Mitte würde ich sagen, zwischen Guard und Forward, da ist einiges gefragt heute. Jeder Spieler muss vielseitig sein, denke ich, auf verschiedenen Positionen spielen können. Von daher ist es einfach wichtig, ja, sich zurechtzufinden und die Rolle auszufüllen, die der Coach von dir erwartet. I would say it's kind of just a wide variety of everything and kind of just what fits the team that they're on is kind of what portrays them as just the best point guard for them in that situation. Vielleicht können wir einfach mal zum Korb rüber gehen und du zeigst mal, wie du eine Entscheidung fällst, wenn der Verteidiger zum Closeout rauskommst und du den Ball bekommen hast, wovon du dann abhängig machst, wie du reagierst. Klar, let's go. Also ich spiele dir mal den Pass raus, komm dann zum Closeout und du kannst einfach mal ein bisschen erzählen, worauf achtest du, was siehst du alles und wie fällst du dann deine Entscheidung, ja? Also ich komme raus zum Closeout. Also wenn ich den Ball fange und ich kann werfen, dann werfe ich. Dann ist es schon vorbei. Wenn ich nicht werfen kann, weil du so nah dran bist, dann weiß ich, ich kann dich schlagen. Weil dann bist du so nah dran, dass du keine Chance hast, mich zu halten, egal in welche Richtung ich gehe. Und der weitere Prozess, der noch kommt, ist, wenn jetzt noch jemand in der Ecke ist, ich habe den Verteidiger mit im Blick, ob was auch immer, ob er zu spät rotiert, ob er hinfällt, weil können ja viele Sachen passieren. Das heißt, vielleicht ist mein Mann in der Ecke komplett frei, aber erstmal ist es One-on-One. Und das heißt, wenn du nicht früh genug raus bist, erste Entscheidung ist werfen. Und wie gesagt, wenn ich das nicht kann, weil du so nah dran bist, dann weiß ich, ich kann dich schlagen. Und hinterher kann ich immer noch passen, aber erstmal ist meine Aufgabe, dich zu schlagen. Wenn er komplett verkackt in der Ecke, dann ist nochmal was anderes, dann passe ich direkt weiter. Aber das ist der Prozess, der bei mir so abgeht. Ja, nehmen wir an, du hast mich jetzt geschlagen, wie du es gerade erzählt hast, dann gehst du an mir vorbei und dann gibt es ja ganz viele neue Optionen. Du kannst einen Pull-Up nehmen, du kannst zum Korb gehen, die Hilfe kommt, du hast wieder neue Entscheidungen, die du treffen musst. Worauf achtest du da? Unterschiedlich. Wenn du jetzt mir richtig entgegenfliegst, irgendwas, dann kann ich direkt hier eigentlich direkt hinter dir einen Pull-Up nehmen. Vielleicht reicht es sogar schon, an der gleichen Stelle zu bleiben, dann brauche ich gar keinen Move. Wenn du jetzt ein gutes Close-Up machst und ich dich trotzdem schlage und du direkt an mir dran bist, dann spielen wir 1 gegen 1. Es kann sein, dass ich dir einen Bump gebe, um mir Space zu verschaffen und dann zu schauen. Kann sein, dass ich hier in der Mitte mit einem Floater oder einem Pull-Up abschließe. Und sonst, wenn hier keiner ist, gehe ich näher ran und dann schaue ich. Wenn nichts kommt, score ich. Wenn irgendwo eine Hilfe kommt, dann passe ich. Aber es ist alles eine sehr, sehr Momententscheidung. Ja, die Frage ist wirklich, wie dein Closeout ist. Wenn es ein passables Closeout ist, dann kann ich nicht einfach werfen. Wenn du weit hinter mir bist, werfe ich direkt. Wenn ich hier reinkomme, dann ist eine ganz neue Art von Entscheidung, die getroffen werden muss. Egal, wo die Hilfe herkommt. Aber erstes Ziel ist immer erstmal zu scoren. Wenn du gefährlich bist zu scoren, dann ist der Moment, wenn die Leute helfen und dann kannst du passen. Yeah, you need to be able to create on offense. Ball is in your hands so many times, and a lot of pick and roll in modern basketball. So you're the pick and roll player. You must create for yourself, create for others, and it's tough. And when you can be a good shooter and a good passer and get to the basket a little bit, then that means you're probably a pretty good point guard.